Ja, herzlich willkommen bei Kobold Landy. Das waren sie jetzt nun, unsere 3 Wochen in Dänemark mit euch. Ja, wir hatten jetzt eine schöne Winterpause, haben die Zeit auch genutzt, um mal wirklich drüber nachzudenken, wie war das jetzt mit den Campingplätzen, waren... Genau. Wir hatten jetzt ordentlich Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie war das jetzt mit den Campingplätzen, wie zufrieden man war, welche könnten wir wieder anfahren, welche können wir auch getrost mal links liegen lassen und vergessen. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz unten an der Tour an. Mit unserem ersten Platz Westernohe, eben schön Westerwald. Den Platz hatten wir. Ja, in der Natur gleich dann. Ja, Westernohe, den Platz hatten wir als Startpunkt ausgesucht, weil wir einfach mal Platz brauchten, um unser komplettes Setup aufzubauen, zu gucken. Unsere ursprüngliche Planung, wie wir alles verladen haben, auch passt. Oder ob wir da noch ein bisschen nachjustieren können. Ja, Westernohe, das Pfadfinderzentrum war zu dem Zeitpunkt, wie wir waren, dort waren, war es geschlossen. Also wir waren nicht geschlossen, es war nur ziemlich leer. Ja, ja. Also es war für die Pfadfindergruppen an sich, wie es eigentlich geplant war, war es halt zu. Kleine Gruppen wurden in den Häusern willkommen geheißen. Ja, und uns haben Zelter. Ja, so ein paar Einzelne waren da. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Ah ja. Ja, auf jeden Fall hat man uns halt eben mit unserem Dachzelt einen eigenen Platz zugeschoben. Ja, da Westernohe eigentlich nicht für Autos befahrbar ist. Also laut deren Platzregeln darf man da nicht mit den Autos fahren, nur zum End- und B-Laden. Ansonsten haben da keine Autos was zu suchen. Deswegen war ich auch froh, dass wir auf dem alten Schwimmbadgelände stehen durften. Und uns einfach mal auszuprobieren. Preislich war es sehr human. Für die 3 Tage, ja. Also 2 Nächte, 3 Tage, die wir da gestanden waren. Ja. Was man wissen sollte, wenn man dahin fährt, zum Thema Einkauf, das sollte man vorher erledigen. Also wenn man dann da mit Zelt und Sack und Pack steht, braucht man definitiv das Auto, um in die nächste Stadt zu kommen oder in den nächsten Ort zu kommen, um dort dann halt eben einkaufen zu können. Ja, und ansonsten... da es ja eher so ein Pfadfinder-Ding ist, ist da sanitäre Anlagen auf minimalen Standard. Das, was gebraucht wird, ist da. Das ist auch sauber alles. Aber halt auch nicht mehr. Also sowas wie Wäsche waschen oder so, das... Das brauchen wir auch nicht. Die Kluft, die reicht ja eine Woche, ja, ohne zu waschen und zu tragen. Genau. Wenn sie nicht steht, dann ist sie nicht gut. Genau. Und wenn sie irgendwo abbricht, kriegt man auch im Pfadfinder-Shop eine neue. Ja, genau. Ja, Westernohe. Dann von Westernohe sind wir weiter nach Hannoverisch-Münden. Genau, den Campingplatz Weserstein. Genau, zur Erinnerung, das war der direkt am Fluss, wo man über so eine richtig schöne schmale Holzbrücke gefahren ist. Ja, genau. Für Wohnmobile ist das nichts, da die Brücke nur 3,5 Tonnen trägt. Also hatten wir auch da wieder Glück, einen ordentlichen Platz zu bekommen. Und das war auch der erste Campingplatz, wo es Nachfragen gab, wie wir zelten. Also da muss ich ja mal kurz das Konzept Dachzelt erklären. Sehr interessierte Leute waren das. Ja, und auch dementsprechend, also haben wir gleich den Platz am Ufer bekommen, abgetrennt durch eine Hecke. Ja. Ja, wir waren ja jetzt nur eine Nacht da, oder? Ja, genau. Ja, also Zwecktermin, ja. Genau. Also es war sehr, sehr schön und auch perfekt, um sich die Stadt mal anzuschauen. Eben
Spielplatz nebendran, eben auch direkt die Sanitärhäuschen nebendran. Also es ist ein gepflegter Campingplatz, also für einen Wochenendtrip, wenn man sich hannoverisch Münden angucken möchte. Genau. Also die Altstadt ist sehr gut zu erreichen. Das ist der Hauptgrund eigentlich auch gewesen dafür, dass wir dort waren. Ja, es war einfach ja nur über den Fluss drüber. Ja. Und zweimal links abgebogen und dann waren wir schon in der Altstadt. Preislich auch human. Also für zwei Erwachsene, zwei Kinder mit Strom. Genau, das sollten wir vielleicht. Also ich werde es jetzt nicht explizit immer wieder erwähnen. Wir haben grundsätzlich sämtliche Campingplätze mit Strom gebucht, weil wir mit unserem Solarausbau noch nicht so weit sind, wie wir gerne wollten. Deswegen haben wir das Strompaket immer mitgebucht. Also die Preise, die wir nennen, oder wenn wir Preise nennen, bezieht sich immer auf zwei Erwachsene, zwei Kinder, plus Strom und ja, Internet. Ja, aber zurück zum Weserstein. Für ein Wochenende wieder gern. Wir hatten Regen. Ja, wir hatten Sturm. Genau. Nur das Dachzelt hat super mitgemacht. Da hatten wir auch den Sturmschutz aufgebaut. Der war gut, wirklich gut. Ja. In dem Fall, also das war, wir haben nur das Nötigste eigentlich aufgeklappt, weil es war ja nur eine Nacht. Und dann aber halt den Sturmschutz daran, damit eben das vorne dran nicht so kleppert, wenn Wind ist. Aber der hat es uns beim Einsteigen ins Dachzelt schön trocken gehalten. Also das ist jetzt mal was mich interessieren würde. Und zwar mittlerweile ist das iCamper 3.0 auf den Markt gekommen. Also wir haben das iCamper 2.0 und das neueste Update ist rausgekommen zu dem Dachzelt. Und ich habe beim Zubehör weder Markise noch Vorzelt noch Sturmschutz gesehen. Doch, Markise gibt es. Aber kein Sturmschutz. Sturmschutz, das Thermoinzelt haben wir nicht gesehen. Ja, genau, das ist ja... Wer unser Video noch nicht kennt zum Thermoinnenzelt, kann sich es gerne angucken. Das fürs 2.0 werdet ihr auch nicht auf Anhieb finden. Da müsst ihr schon ein bisschen suchen. Ja. Aber wir hatten es ja verlinkt eigentlich. Ja, also bei uns findet ihr es auf jeden Fall. Genau. Über Campwerk oder iCamper Deutschland werdet ihr es nicht so schnell finden. Kleine Suchaufgabe. Mhm. Ja, also Sturmschutz haben wir gebraucht. Danach, nach Oryx Solutions, ging es weiter Richtung... Nach Lübeck. Genau, Lübeck. Genau, Lübeck. Das darfst du jetzt erzählen. Das war deine Idee und dein Platz, den wir da rausgesucht haben. Genau. Im Vorfeld habe ich ein bisschen rumgeguckt auf Google Maps, wo man da überhaupt stehen kann, was es da für Campingplätze gibt. Weil es war auch eher so ein spontanes Ding, dass wir gesagt haben, wir wollen da auch wirklich stehen bleiben, aber auch halt nur wieder für eine Nacht, um uns die Stadt anzugucken. Und dann habe ich eben gesehen, so viel direkt in der Stadt gibt es gar nicht, aber Wohnmobilstellplätze. Und dann eben den, wo wir gestanden haben, habe ich gefunden. Das war so, während wir gefahren sind, auf dem Handy gesucht, ja, das könnte was werden. Fahren wir doch mal an und schauen das uns an. Und dann, ja, sind wir tatsächlich stehen geblieben. Und es war der günstigste Platz, wo wir je gestanden haben. Das waren nur 3 Euro. Nur 3 Euro für eine komplette Nacht, also eigentlich fast den ganzen Tag, wie wir da waren. Wir sind nachmittags angekommen. Ja. Das war so ein Automat nur, da musste man sich über eine App anmelden, dass man eben dort steht mit Kennzeichen und allem, damit man das zuordnen kann. Und ja, dann wurde am Schluss abgerechnet. Ganz einfach. Dort gab es eigentlich nichts, es ist wirklich ein reiner Stellplatz. Ich glaube, ein Dachzelt stand da auch bisher noch nie, bis wir dort angekommen sind. Und ja, die anderen, die dort waren, haben uns ein bisschen angeguckt, aber ansonsten toleriert. War ja, auch ganz nett. Am Anfang haben sie ein bisschen grummelig geguckt, dass da jetzt ein Auto kommt mit Dachbox. Und man hat es nicht richtig zuordnen können. Also man hatte schon das Gefühl, also zumindest am Anfang, ja, nach dem Motto, was wollen die denn jetzt hier, das ist doch kein Autoparkplatz. Und als wir dann später am Abend das Dachzelt aufgeklappt haben, dann war klar, ach, sowas ist das. Die übernachten ja tatsächlich hier da oben. Ja. Ja, wir haben ja keinen Innenausbau zum Schlafen, wo man das ab und zu denken kann. Da kann man ja auch reinschauen und das sieht man eigentlich sofort. Aber bei uns ist einfach alles zum Schlafen hier oben drauf. Naja, auf jeden Fall. Absolut autark muss man sein dort. Ja.
keine Toiletten, keine Sanitär, nix. Also man muss da zusehen, wie man zurechtkommt. Also deswegen sind da auch hauptsächlich eben die Wohnmobile und so. Ja, nur ein Mülleimer war dort, wo man dann sein Zeugs entsorgen konnte. Und das war's. Aber für Lübeck anschauen, eine Nacht oder je nachdem, wie gut die eigene Ausstattung ist, auch für länger, wunderbar und schön günstig, würde ich sagen. Ja. Und direkt am Fluss. Also auch wieder am Fluss. Genau, am Museumshafen. Genau. Wer Schiffe mag, ist da richtig gut aufgehoben. Ja, also kurze Gehwege und zack, hat man da die ganze Schifffahrtsflotte. Genau, die Altstadt ist auch nur 2 Steinwürfe entfernt. Ja. Herrlich. Genau, also das ist einer, den können wir empfehlen, definitiv. Ja. Dann ging es weiter mit meinem absoluten Lieblingscampingplatz Wart. Ja, wir wollten ja Richtung Heiterbo, beziehungsweise wir waren in Heiterbo. Der ursprüngliche Plan war, wir kommen vormittags an. Dings Marina lässt sich testen. Wir fahren dann auf den Campingplatz, stellen ab, bauen auf, schauen uns die Gegend an, schauen uns das Museumsdorf außerhalb des Museums an. Also wir haben sogar ein paar mehr Tage eingeplant gehabt dafür. Genau, weil ja, bei uns in der Mittelalterszene wurde immer dermaßen gehypt. Heiterbo, das muss man gesehen haben. Heiterbo, das ist ja das Mekka, Ding, das ja. Mekka schlechthin. Wo ich sagen muss mittlerweile, nee. Also mein persönliches Empfinden ist es nicht. Da bieten die dänischen Museen zum Thema Wikinger weitaus mehr. Roskilde, Ribe, Kopenhagen haben wir leider verpasst, das Museum zu besuchen. Ja, da hatten wir zu wenig Zeit. Ja, aber es gibt auch so viele Freilichtmuseen oder Anlagen, die Wikinger-Thema haben. Also, genau. Also sehr, ja, sehr viel gibt's. Roskilde kann ich nur jedem ans Herz legen mit der Werft. Die Werft wird heute sogar noch betrieben. Also nein, schweif jetzt nicht ab. Ja, genau. Es geht um Heiterbo. Nee, wir hatten aber auch ein Video mal drüber gemacht. Ja. Roskilde, genau. Nein, Roskilde haben wir kein Video gemacht. Ja, stimmt, ja. Da haben wir privat für uns mal das genossen. Genau. Nee, also Heiterbo ist ein schönes Museum, auch ja, aber da das Wetter immer noch nicht so super war, also es hat geschifft ohne Ende. Wir sind da ziemlich klitschenass angekommen. Ja, haben wir gesagt, okay, wir gehen nur innen drin das Museum angucken. Das war auch nett und schön. Für Kinder auch so ein bisschen ist was, aber auch nicht so viel. Also wir mussten sie relativ viel zurückhalten. Und ja, dann ist noch ein Teil draußen gewesen, aber den haben wir komplett ausgespart, weil das war noch mal eine Wanderung, eine kleine, am See? Ja, an der Bucht. An der Bucht, genau, irgendwie sowas entlang und dann, ja. Pause. Genau, Pause. Ja, also das war das Museum. Ein bisschen für uns enttäuschend, weil wir mehr erwartet haben. Wenn man ohne Erwartung hingeht, ist es vielleicht besser. Ja, aber dann der Rest zum Campingplatz. Ja, Campingplatz. Wir sind angekommen. Ich wollte uns dann anmelden. Die Tür zur Anmeldung war verschlossen. Und irgendwann kam dann der Platzwart und hat mich dann nur angeguckt und gefragt gehabt, ja, was wollen sie? Ich habe dann gemeint gehabt, ja, einchecken. Ja, erst um 18 Uhr. Hab dann gemeint gehabt, ja, okay, gut, wir haben es jetzt 14 Uhr mittags. 4 Stunden warten. Nee, doch, fast 4 Stunden warten, also ich weiß nicht. Ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe. Nee, 18 Uhr ist einchecken. Da habe ich dann gesagt gehabt, okay, gut, das ist in Ordnung, bin zurück zum Auto. Ja, wir haben dann in der Zwischenzeit das Museum angeguckt und diese Unfreundlichkeit in Person hat mich da dermaßen gewurmt, das Ganze, dass wir dann um 16 Uhr dann gesagt haben, okay, gut, die 2 Stunden jetzt hier noch rumsitzen und Däumchen drin, habe ich keine Lust drauf. Marina war getestet, sie durfte nach Dänemark einreisen somit. Bei mir war es kein Problem. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, gut, jetzt reicht's. Ja,
wenn der halt eben auf 4 Gäste verzichten will, kann das gern machen. Ich unterstütze ihn da voll und ganz. Ja, Sachen gepackt, also Mädels gepackt, Frau gepackt, ins Auto reingesetzt. Und dann ging es nach Dänemark. 2 Tage. Ja. 2 Tage früher als geplant. Ja, wir hatten sogar extra noch eingekauft. Ja, also wir waren da komplett safe. Ja. Also wir hatten eigentlich uns eben anders eingerichtet, aber ja, warum nicht? Genau. Das Schöne war, wir haben, bevor wir aufgebrochen sind, haben wir nochmal die Unterlagen durchgeguckt. Und ja, da ich Heiderbu im Vorfeld nicht bezahlen musste, hieß es nur in der Buchungsbestätigung, gezahlt wird, wenn wir ankommen. Wenn sie bis 19 Uhr nicht da sind, dann verfällt der Platz. Somit war es für uns auch kein Verlust. Im Gegenteil, ein Gewinn, weil wir sind auf einen der schönsten, würde ich nicht sagen, es war ein besonderer Platz, auf genau. seine Weise, auf jeden Fall. Genau. Und zwar der Campingplatz direkt hinter der Grenze auf der kleinen Insel Röhm, und zwar Lalloc. First Camping. Also wenn man auf die Insel drauf fährt und immer geradeaus zum Autostrand, also kurz vorm Autostrand, rechte Seite ist der Campingplatz. Super freundlich, super nett. Und ja, als ich da angekommen bin zum Einchecken, es war 18 Uhr. Also wir haben unsere guten 2 Stunden gebraucht. 18 Uhr einchecken war kein Problem für die. Und ja, beim Einchecken habe ich dann festgestellt, dass ich nur eine Nacht gebucht habe. Aber das Nachbuchen einer weiteren Nacht war kein Problem. Wir konnten sogar auf dem Stellplatz stehen bleiben, wo wir uns eingebucht hatten. Also sehr flexibel, sehr nett, sehr freundlich. Ja, es war zwar... Oh je. Alles gut? Also man wurde zwar ein bisschen enger gestellt. Ja, ein bisschen drück. Ja. Dreharbeit mit Genan. Wir müssen einen kleinen Schnitt machen. Nicht wundern, passt alles. Ja, eine Verarztung später. Genau. Und wieder was auf die Liste hinzukommt. Ja, wo waren die stehen geblieben? Genau, First Camping Lalloc. Genau. Vielleicht wiederholen wir uns mal, aber wir fangen nochmal wirklich ganz von vorne an. Genau, von Heiterbo ging spontan nach Lalloc auf den ersten Campingplatz auf Röhm. Zur Orientierung, ihr fahrt auf die Insel Röhm drauf und dann immer geradeaus Richtung Autostrand. Bis eine Ampel kommt. Genau, die einzige Ampel auf Röhm. Ja. Genau, und dort biegt ihr dann rechts ab und dort kommt ihr dann direkt zum Campingplatz. Der Campingplatz ist riesig. Also uns hat er fast erschlagen von der immensen Größe. Aber das Personal ist super freundlich. Die Servicegebäude super modern gepflegt. Alles sauber. Also es gab keinen Grund zu meckern. Ja, also die kümmern sich wirklich um ihren Campingplatz. Ist aber auch, glaube ich, einer der größten überhaupt in Dänemark. Ja. Es ist ein ziemlicher Touristenmagnet auf jeden Fall. Ja, also gerade im Sommer sollte man halt eben gucken, dass man im Vorfeld bucht. Bestes Beispiel ist, wenn das Drachenfestival am Autostrand stattfindet. Da ist dann dort die pure Hölle los. Also war bei uns nicht. Beim Einbuchen oder beim Check-in hat mich dann die freundliche Dame vom Tresen darauf hingewiesen, dass ich nur eine Nacht gebucht habe, ob das so richtig ist, weil die meisten bleiben halt länger. Und ich habe dann festgestellt, opala, tatsächlich, ich habe ja nur eine Nacht gebucht. Das Nachbuchen vor Ort war dann kein Problem. Wir konnten auch auf dem Stellplatz stehen bleiben. Ist anscheinend nicht gang und gäbe, dass es so ist. Also ich habe schon Geschichten gehört von welchen, die innerhalb von einer Woche dreimal auf dem Campingplatz umziehen mussten, weil sie immer verlängert haben. Vielleicht war das auch nur eine Ausnahmegeschichte. Also ich denke mal, das liegt an der Sorte von Platz, den du ausgesucht hast, weil es war direkt an den Dünen. Ja, genau. Also, die sind heiß begehrt. Ja, wir hatten knapp 5 Minuten Fußweg, bis wir direkt
auf dem Autostrand waren und dann auch nochmal anschließend 5 Minuten, bis wir direkt am Wasser waren. Also knapp 10 Minuten Fußweg vom Stellplatz von uns, bis wir die Füße tatsächlich im Wasser hatten. Ja, es ja. war ein langer Strandweg. Ja. Von den Dünen bis zum Wasser. Aber es hat sich gelohnt und den würden wir, wenn wir die Nordseeseite von Dänemark wieder hochfahren, auch wieder mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also auch die Kinder hatten da riesen Spaß, weil da sind so riesen Hüpfkissen im Boden eingelassen. Mehrere Spielplätze zur Auswahl mit diesen Hüpfkisten. Also auf dem Campingplatz jetzt. Ja, auf dem Camping. Genau, nicht am Strand, nein. Auf dem Campingplatz. Also für die Kinder, die kann man da laufen lassen, ohne sich Sorgen zu machen. Die müssen nur Bescheid sagen, hier sind Date auf dem Spielplatz und dann ist gut. Da passiert nichts. Genau. Sauberkeit, Duschen, brauchen wir nicht viel zu sagen, alles top gepflegt. Einkaufsmöglichkeiten gibt es direkt vor Ort. Also ja, man kann hinter der Schranke. Genau. Also da ist so ein großes Einkaufsareal, sehr touristisch, dementsprechend auch die Preise vor Ort. Wenn man günstiger einkaufen will, dann muss man halt runter von Röhm nach Tondern oder eben nach Riebe. Ja, da gibt es bestimmt irgendwo noch ein bisschen mehr in der Nähe, aber ja. Man muss halt von der Insel wieder runter. Genau. Ja. Ja, und das sind wir dann auch 2 Tage später. Unseren geplanten Stopp in Riebe haben wir dann angenommen. Und der Campingplatz, ja, ist eingruppiert von den Dänen in Elite-Campingplatz. Und das zu Recht. Also nicht nur die Preise sind Elite, sondern das, was geboten wird. Genau, also das rechtfertigt dann irgendwo wieder den Preis. Auch da konnten wir die Kinder rennen lassen. Also unser Stellplatz war direkt neben Spielplatz. Das hat es ziemlich einfach gemacht. Also die Mädels ab Spielplatz, wie hier aufgebaut. Konnten auch so aufbauen, wie wir wollten. Also vom Platz her. Das Angebot war großartig. Genau, da haben wir ja die Fotos gemacht, wo wir eben komplett mal alles ausgebreitet haben. 10 Meter in der Länge. Ja. Ja, also. 5 Meter. Nee, Länge. Ja, ja, egal. Breite. Also 6 mal 10 Meter haben wir da komplett in Anspruch genommen. Und ja, das hat sich gelohnt. Also, wir haben ja ein extra Video für diesen Campingplatz nochmal gedreht, eben weil er so klasse war. Genau, also da werden wir jetzt wohl nicht mehr drauf eingehen. Der Pool ja. ist. Er ist ja. inklusive. Ja. Er ist inklusive. Du kannst jederzeit in diesen Pool springen, solange er offen ist. Ja. Also ich habe jetzt auch nichts großartiges, schlechtes gefunden an dem Campingplatz. Also gerade an denen in Riebe. Man muss halt. Auch da wieder das Auto haben, wenn man größer einkaufen will. Kleinigkeiten bekommt man direkt im Kiosk vor Ort. Ja, es ist nicht alles weit weg, aber zu Fuß ist halt doch ein bisschen anstrengend. Also man braucht ein Fahrrad zumindest. Ja. Wenn man ein bisschen mehr mitnehmen will. Genau. Also wir haben es mit 2 Rucksäcken gelöst und jeden Tag einkauft. Genau. Ja, aber wir hatten auch nichts vorbereitet in dem Fall. Stimmt, ja. Weil den Einkauf, den wir vorher getätigt hatten, war eigentlich für Heiterbu. Den haben wir dann zum größten Teil in Lalok und am ersten Tag in Riebe aufgebraucht. Nur die Einkaufsläden, wenn man zu Fuß vom Campingplatz in den Ort reinläuft, kommt man automatisch eben an den großen Einkaufszentren vorbei. Mhm. Und da kann man sich dann auf dem Rückweg Rucksack einpacken und rüber geht's oder zurück geht's auf den Campingplatz. Ja. Was noch eine interessante Tatsache ist, die vielleicht nicht jedem Deutschen bekannt ist, die Dänen haben sonntags ihre Einkaufsläden geöffnet. Also die großen Center sind durchgehend die ganze Woche offen. Ja. Also das ist schon recht praktisch. Und das hat uns im späteren Verlauf der Reise quasi den Arsch gerettet. Wir sind nicht verhungert. Nee, das nicht, aber ja. Es war vom Vorteil. Von Riva aus sind wir nach Hivesande, oder? Genau, Hivesande.
im strömenden Regen in Riebe abgebaut und auch der Vater hat gesagt, nee, also wir sind jetzt so nass und alles feucht und klamm, wir wechseln jetzt mal vom Dachzelt, wenn der Campingplatz die Möglichkeit bietet, in ein kleines Hütchen. Und waren wir erst einkaufen? Ja. Ja, wir waren erst einkaufen. Genau, wir sind nämlich erst am Campingplatz gerade dran vorbeigefahren. Weil da ist auch nichts drumherum wieder. Genau. Und eben wie wir dann in Sonderweg angekommen sind, haben wir festgestellt, okay, wir haben den Campingplatz verpasst. Aber wir sind jetzt gerade in Sonderweg und es passt, wir können einkaufen. Haben uns dann mit Vorräten eingedeckt. Das schlechte Wetter noch ein bisschen abgewartet, im Grunde auch. Genau, ja. Also. Und ja, auf dem Rückweg dann Richtung Hievesande wieder sind wir an unserem Campingplatz angekommen. Konnten auch gleich einchecken. Und ja, es waren tatsächlich kleine Häuschen frei. Und zwei Tage sind wir dann da geblieben. Mhm. Und die haben wir auch wirklich gebraucht. Also ja, wir waren echt froh, dass wir dann tatsächlich diesen Schritt gemacht haben. Nur für das Wetter. Es war nur aufgrund dieses Wetters. Ja. Das war wirklich, wenn es geregnet hat, dann wirklich flutenartig. Also, ja, da war nichts mit trockenem Fußes irgendwo hinkommen. Genau. Und das Hütchen selber, das war sehr spartanisch. Aber im Grunde auch alles Nötige wieder da, was man so halt zum Leben braucht. Man ist ja nicht arg viel drin oder wenn, wollte man es gemütlich haben, schön kuschelig. Und genau dafür war es richtig. Also, es waren, keine Ahnung, nur ein Quadratmeter? Ja, ein bisschen mehr. Also. Also ein Raum nur mit Bett, mit einem schmalen Gang und ein bisschen Regal, damit man seine Sachen ablegen konnte. Und der Rest war dann Wohnzimmer, Küche, alles in einem. Und ein weiteres Bett. Plus extra Bett, ja, das dritte Bett. Und dann die Bank musste man zum vierten Bett umbauen, wenn man eins haben wollte. Also, ja, man konnte sich halt von einer Ecke in die andere bewegen und dann was. Also Hütchen sind definitiv nicht für Kinder älteren Kalibers geeignet, aber mit den unseren ging das wunderbar. Genau, und jetzt wird es mal Zeit, mal direkt vom Campingplatz zu erzählen, weil das hat ja eigentlich einen Grund, warum wir dort angefahren sind und nicht wegen den Hütchen. Genau, der Campingplatz von der Lage her liegt eher direkt zwischen der Nordsee und einem Inlandsee. Dazwischen sind 10 Kilometer Strand oder 10 Kilometer Dünen und der gesamte Campingplatz überstreckt sich von der Nordseeseite bis zur Straße und von der Straße her sind es dann nochmal 1 Kilometer. Maximal 2 bis zu diesem Inlandsee. Also der komplette Campingplatz ist gigantisch riesig. Das Schöne ist auch, man kann gar nicht vorbuchen, weil wir haben immer Platz. Und das soll ich das auch so vorstellen, wenn man auf diesen Campingplatz drauf fährt, da hat man einen festen Mittelweg und je weiter man nach außen rausfächert, in die Verzweigung von dem Campingplatz reingeht, desto sandiger und düniger wird's. Und hier setzt auch der Campingplatzbesitzer so ein bisschen extra Geld an. Und zwar, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst euch in die Dünen reinstellen. Was man darf. Dann solltet ihr euch auch sicher sein, dass ihr da wieder rauskommt. Weil beim Check-in stellt er euch nur die Frage, wo wollt ihr stehen und habt ihr ein Allrad? Mehr fragt er ja gar nicht. Wenn ihr dann nämlich da in diesen Verzweigungen drin steht, mitten in den Dünen und ihr fahrt euch fest, dann hofft mal, dass jemand vor Ort ist, der euch rauszieht. Also wie die Geschichten erzählen oder wie man sie auf diesem Campingplatz erzählt, nimmt er pro Abschleppvorgang knapp 50 Euro, nur um euch rauszuziehen. Und dann kann es auch passieren, dass wenn ihr montags abreisen wollt, euch festgefahren habt, dass er sagt, ja, er zieht euch raus, kommt dann am Mittag gegen 1, 1:30, 2, nehmt euch einen Haken, zieht euch raus und berechnet euch aber einen weiteren Tag. Also das kann auch passieren. Ja, oder er sagt Sonntag, nö, Montag dann. Genau, dann müsst ihr eine weitere Nacht zahlen. Daher es haben sich einige auch da schon mittlerweile angesiedelt, also Langzeitcamper, die sind da mit den Offroadern. Die haben das Bergezeug schon komplett griffbereit und man hilft sich da auch untereinander.
Es war auch ein nettes Erlebnis, jemanden kennenzulernen mit dem Land Rover Discovery. Weil die hatten vor, nach Italien runterzufahren. Also es war ein deutsches Pärchen, hatten vor, nach Italien runterzufahren. Und er, also der Mann, ist halt bei uns am Defender vorbeimarschiert und hat sich den angeguckt. Wir sind ins Gespräch gekommen und dann kam raus eben deren Reisepläne und dass seine Frau halt eben ja quasi ein schlechtes Gewissen hatte, eben von da oben wegzufahren, weil sie nicht wusste, ob da noch jemand anders ist zum Helfen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass wir halt eben da waren und dass wir auch das Bergematerial mit hätten. Also nur für den Fall, dass sich in unserer Anwesenheit noch jemand festfährt, hätten wir den auch rausziehen können. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße. Ja, aber ansonsten, wir haben vor, diesen Campingplatz wieder zu besuchen. Aber mal nicht im Häuschen, sondern direkt in die Dünen reinzustellen. Schön vergraben. Also da. Nicht ganz vergraben, so dass ja. Wir wieder rauskommen. Ja gut, also bei uns eher weniger das Problem. Man darf sich ja echt nicht überschätzen bei dem Ganzen. Genau, also wenn ihr meint, ihr müsst mit dem 7,5 Tonnen schweren Wohnmobil in die Dünen reinfahren, lasst es. Lohnt sich nicht. Mhm. Außer für einen Campingplatzbesitzer. Ja. Ja, dann ging es weiter. Von Hevesande hoch nach... Schon nach Hirtals. Genau, wir wollten eigentlich zwischendurch an einem Shelter anhalten, beziehungsweise Hanstholm? Nee, da sind oder wir nur... Loken. Löken. In Löken, genau, in Löken wollten wir an einem Shelter im Freien übernachten. Nur die ganze Gegend ist da mittlerweile so mit Bungalows vollgepumpt, also mit Ferienhaussiedlungen. Also man sieht da keine Einheimischen, man sieht es auch so an der Bauform her, dass es halt eben keine ursprünglichen Dorfgemeinschaften sind, sondern wirklich ganze Bungalow-Siedlungen. Städte, passt Städte, schon, ja. Also Ferienhausstädte und da haben wir gesagt gehabt, nee, das brauchen wir nicht. Haben dann... Ja, also ja. Vielleicht ist der Strand dort ganz schön, aber wir waren gar nicht da, weil wir gesagt haben, nee, die Umgebung an sich selber gefällt uns jetzt nicht so besonders, fahren wir lieber weiter. Also da war mir tatsächlich unser Zwischenstopp in Hanstholm lieber, weil da war niemand. Das war wirklich einheimisch. Ja. Genau. Ja. Also Hirtals sind wir dann gelandet. Genau, auf unseren absoluten Favorite Campingplatz Hirtals. So vom Optischen hatte er nicht viel zu bieten gehabt. Er hatte einen Fernsehraum, er hatte eine Kochstube, die ja, Duschen. Die waren okay und alles. Toiletten waren ja. Auch in Ordnung. Ein kleiner Spielplatz, also nicht so groß wie Riebe oder Lalock. Aber es hat es drumherum ausgemacht. Im Hintergrund hatten wir den Leuchtturm, der jeden Abend geleuchtet hat. Wir hatten 50 Meter maximal bis zu den Klippen. Jeden Morgen Sonnenschein, also der, was direkt aufs Camp geschienen hat. Also wir hatten auch einen Eliteplatz. Also wir hatten wirklich direkt an der Grenze vom Campingplatz. Und an der Ecke. An der Ecke, genau, direkt. Also wir mussten bei uns nur über den Holzsteg drüber und schon waren wir direkt auf dem Weg zum Bunkermuseum bzw. zum Klippen und auch zum Aussichtspunkt Nummer 1 in der Gegend. Also wir haben jeden Morgen die Schiffe der Color Line, der Standard Line, also alle Schiffe, die da anlegen, um von dort aus die Reisen in den weiteren Norden zu beginnen. Also über Hirtals kommt man halt eben nach Norwegen, nach auf die Färöers, nach Island, also das ist so tatsächlich das Sprungbrett des Nordens. Und da dann jeden Morgen aufzuwachen, aufs Meer rauszuschauen, Sonnenschein, das hat so viel gegeben, so viel Ruhe und... Ja, also direkt da oben auf den Klippen zu stehen, das war das, was es besonders gemacht hat. Genau, ich hätte zu gern Drohnenaufnahmen gemacht. Rein rechtlich hätte ich auch gedurft, nur die Einheimischen sehen Drohnen nicht sehr gern. Also ich hätte es darauf ankommen lassen können, nur wieso Stress suchen im Urlaub, muss nicht sein.
Und im Übrigen, wir waren da zu Gast, also wenn die Gäste, Gastgeber es nicht möchten, dann sollte man das auch akzeptieren. Ja, wobei Hirtshals ist jetzt bei unserer nächsten Reiseplanung wieder auf, ja, wir fahren auf jeden Fall nach Hirtshals, weil es von da aus unsere Sommerreise dann ihren endgültigen Start nimmt. Genau, wohin, das werden wir jetzt noch nicht verraten. Also ja. Dranbleiben, Glocke drücken, Abo dalassen, um nicht zu verpassen, wo wir diesen Sommer hinfahren. Aber Dänemark ist auch wieder dabei. Ja, von Hirtshals. Von Hirtshals ging es rüber nach Skagen, an den nördlichsten Punkt Dänemarks. Und zum nördlichsten Campingplatz Dänemarks. Zumindest ist das die Werbung. Ja, soweit die Werbung. Der nördlichste Campingplatz. Ja, hat auch ein bisschen gelockt. Wie wir da angekommen sind, der Empfang wurde neu gestaltet, neu gemacht. Also man hat gemerkt, dass da investiert worden ist. Nur, das war es dann auch schon. Also den Eindruck hat er mir eigentlich vermittelt. Man wurde prächtig empfangen. Der Campingplatz selber, es war sehr, man hat sehr auf Privatsphäre geachtet. Also es waren die Parzellen, die waren ja mit Hecken umrandet. Man ist reingefahren in die Parzelle, hat dann ja hinterm Busch dann komplett aufbauen können. Also man war wirklich komplett für sich. Ja. Und die Spielplätze, konnte man nichts sagen, die waren schön groß. Ja, also es war eigentlich nichts zu meckern. Es war einfach nur von der Atmosphäre her nicht so gemütlich wie die anderen. Ja, das also, trifft's. Genau. Also gerade die haben. Also wir hatten wirklich den Eindruck, der Campingplatz wird nur deswegen angefahren, weil er halt eben diese Werbung für sich macht, dass er der nördlichste ist. Nein, er ist gut. Ist schwierig zu sagen, was uns daran gestört hat. Also ja gut, die Atmosphäre zu einem, aber ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wenn ich an den zurückdenke, muss nicht unbedingt sein. Genau, also wir würden den jetzt nicht nochmal anfahren, wenn wir keinen, ja, da gibt es ja noch ein paar andere Campingplätze. Ich würde erstmal die abklappern, wie die sind, und dann, wenn es die nicht raushauen, dann schon wieder dorthin, wenn man unbedingt in Skagen sein will. Genau. Aber sonst, also so. Skagen selber lohnt sich ein Tagestrip. Sind wir auch weiter? Also der Tagestrip nach Skagen, es lohnt sich. Also es wird sich lohnen. Man kann zur Schnittstelle von Nordsee und Ostsee, lohnt sich. Klar, es ist ein Phänomen, wenn so die zwei Meere aufeinander prallen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Nicht unbedingt das mit den zwei Meeren, sondern die Stadt selbst. Ja, also ich fand die wunderschön. Künstlerstadt eben. Ja, es ist mein Geschmack sozusagen. Nee, es ist halt ziemlich ursprünglich noch geblieben. Das gefällt mir. Sehr alt, nicht so viele moderne Bauten dazu geklatscht. Das war eher am Hafen dann nur. So Industriedings. Und ja, die Stadt an sich ist schön. Klar, die ist auch Touristen überlaufen. Dementsprechend, da legen viele Kreuzfahrtschiffe an und so. Also man merkt schon die Restaurantmeile, die Leute abfängt. Aber ansonsten, wenn man mal ein bisschen drumherum läuft und durch die Nebenstraßen, sind trotzdem wunderschön. Lauter kleine Gärtchen, kleine gelbe Häuschen. Echt schön. Ja. Ja, dann doch. So, nach Skagen. Ja. Da kommen wir jetzt zu einem Campingplatz, also der absolute, aber nicht der absolute Horror, nur wieder mal so Thema mehr Schein als Sein. Der Internetauftritt von Aarhus Camping ist toll. Sie werden damit vom Campingplatz, hat man eine super Anbindung nach Aarhus selber. Man kommt schnell von A nach B. Busstation direkt vor der Tür. Direkt vor der Tür, ja. Ja, gut. Das war 10 Minuten, Viertelstunde bis zur Tram gelaufen sind. Hatten wir, glaube ich, im letzten Video erwähnt gehabt zu dem Thema Aarhus Camping.
Bushaltestelle, ja, 5 Minuten direkt vor der Tür. Abfahrtzeit alle 1 bis 2 Stunden. Also ja. Nein, nicht nochmal. Ja. Also eingekauft hatten wir im Vorfeld zum Glück. Weil nach dem Aufbau haben wir dann festgestellt, dass mal eben einkaufen fahren ist da absolut gar nicht drin. Yep. Das war übrigens auch der Sonntag, wo wir das wirklich gebraucht haben. Ja. Also es hat sich so im Verlauf unserer Anwesenheit herausgestellt, dass der Campingplatz hauptsächlich von Handwerkern und Monteuren genutzt werden, die in Aarhus und Umgebung unterwegs sind. Hatte auch eine nette Unterhaltung mit einem Handwerker aus Hirtshals, der ein bisschen verwundert vor unserem Auto stand und sich den iCamper angeguckt hat, weil er laut seiner Erzählung wusste ja gar nicht, dass es solche Zelte, also dass es den iCamper in Dänemark gibt. Er hat selber eins, auch mit den ganzen Anbauten, nur er musste das Ganze über einen Kollegen aus Spanien kommen lassen. Deswegen war er überrascht und begeistert gleichermaßen, als er unser Zelt gesehen hat, also beziehungsweise unser iCamper mit Vorzelt gesehen hat. Ja. Ja, also das war ein Durchreise-Handwerker-Campingplatz. Ja, so kann man es sagen, ja. Er war auch günstig. Und ja, also es war alles in Ordnung, es war nur nicht so schön. Ja. Das ist alles. Also auch die Spielplätze waren nicht gerade groß. Also es war eine Spielwiese da, auch wieder mit eingelassenen Hüpfkissen und Schachspiel und kleine Häuschen zum drin spielen. Aber das war es dann auch schon. Ja, also ich glaube, der war auch gerade dabei, das Ganze ein bisschen aufzupeppen, indem er so auch wieder Häuschen, so Ferienhäuschen hingestellt hat, auf die oberen Wiesen. Ja, mehr so auf die Schiene gegangen ist und die unteren Wiesen, das ist halt für die Handwerker. Handwerker und Zelte, ja. Ja. Ja, also das ist einer, den wir definitiv nicht nochmal anfahren würden, es sei denn, es muss sein, oder? Ja, Notlösung. Ja, genau. Genau, und Notlösung ist auch unser letzter Campingplatz gewesen. Also wir haben ihn mittlerweile so eingestuft als Notlösung. Ja, wir haben halt geguckt, Kopenhagen und Campingplatz. Genau, da werdet ihr dann, wenn ihr das bei der Suchmaschine eingebt, auf Charlotte Lund treffen. Der Campingplatz an sich, er ist eine Geschäftsidee. Also ein altes Vor als Campingplatz umzumünzen, geniale Idee. Die Umsetzung, da arbeiten wir noch dran, würde ich mal sagen. Ja, es gibt es halt nicht mehr her, auch ja, das Ganze. Es war wirklich eng gestellt alles. Also wir haben aufgebaut, Dachzelt auf, Sturmschutz dran und auf die andere Seite Markise raus, weil für mehr war eigentlich auch kein Platz. Ja, man muss sich das vorstellen. Einmal der Erdwall als Schutz, dann in dieser Kuhle, da standen dann die ganzen Camper. Dann kam schon die unterirdische Vorgedöns, wo dann die Kanonen drauf montiert waren auch noch. Genau, die Abwehrstellung. Genau, also im Grunde hat man im Graben gestanden und der war halt nicht besonders breit. Ja. Also im Video hat man ja von oben so ein bisschen einen Schwenk gesehen. Es war halt dann für uns einer, wo wir sagen, für ein Wochenende ist es okay. Ja. Genau, und die Sanitäranlagen sind auch unterirdisch in diesem Vording untergebracht worden. Also es war ständig feucht. Es konnte gar nicht trocknen. Feucht, nass. Ja, es modrig, ja. Hat es auch gerochen. Also schön alt. Wirklich schön alt. Also wenn man sich wirklich da erfrischen wollte, dann ist man in die Ostsee gesprungen. Einfach auf die andere Seite vom Vor. Dort konnte man dann am Badestrand schwimmen gehen. Genau, das war das Positive an dem. Nicht weit bis zum Badestrand. Also die Kinder haben es wirklich genossen. Ja, und das waren auch schon alle. Ja. Mehr Campingplätze haben wir gar nicht drauf gehabt. Und das sind 3 Wochen. Ja. Zusammenfassend, wir waren im Westernohr, wir waren in Lübeck in der Stadt gestanden, wir waren am Autostrand in Dänemark gestanden, wir waren
am größten und breitesten Campingplatz, den ich je gesehen habe, mit Dünenmeer gestanden. Wir haben auf Klippen gestanden. Wir haben genau an den Klippen gestanden. Wir waren am nördlichsten Punkt von Dänemark. Wir haben einen Handwerker-Campingplatz kennengelernt und wir haben eine Spontanlösung in Kopenhagen kennengelernt. Ah ja, Spontanlösung. Der Campingplatz ist nicht so spontan. Ihr müsst vorbuchen, weil sonst kriegt ihr da keinen Platz. Ja, bei uns ging das wegen Corona-Zeit noch recht gut. Aber der soll angeblich schnell ausgebucht sein. Genau. Vor allem Wochenends. Da stellt sich dann auch uns die Frage, ob wir, wenn wir von der Sommertour 2022 zurückkommen, ob wir den nochmal anfahren oder ob wir unsere kleine Lieblingsstadt Maribo besuchen. Maribo. Maribo, genau. Wie Haribo, nur mit M. Maribo. Sehen wir dann, ja. Genau, jetzt habt ihr schon mal zwei Hinweise. Einmal Hirtshals und einmal Kopenhagen, oder? Maribo. Ja, gut. Genau. Jo, bevor ich mich jetzt noch mehr verhaspel und noch mehr verquatsch, würde ich mal sagen, bis in 14 Tagen. Abo nicht vergessen, wer es noch nicht gemacht hat. Wir versuchen dieses Jahr mal die 500 zu knacken. Auf dem besten Weg sind wir ja schon. Ja, Glocke drücken, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn jemand vorhat, dieses Jahr nach Dänemark zu reisen und noch mal einen Abriss über Campingplätze braucht, könnt ihr das Video gerne weiterteilen. Also, ciao. Ciao. Ach, Däumchen drücken, bitte.